Hallo, heute habe ich einen Topflappen für euch zum Nachhäkeln und zwar mit Reliefstäbchen. Die sind ja jetzt ganz besonders gut geeignet für so einen Topflappen, weil sie eben schön dick werden. Ich habe jetzt hier normales Topflappengarn verwendet, also mit Nadelstärke 4 bis 4,5. Das ist so ein Garn, das läuft, glaube ich, so 87 Meter, also auf 50 Gramm. Und ich habe jetzt diesen Topflappen sogar nur mit einer 3,5er Nadel gehäkelt, damit das richtig schön fest wird. Mit einer Vierer geht das natürlich auch. Außer wenn ihr jetzt sehr locker häkelt, ich kann euch dann empfehlen, eher die kleinere Nadel zu verwenden, weil das wird dann wirklich richtig schön dick und da kommt dann auch keine Hitze durch. Ihr beginnt mit 5 Luftmaschen. Und dann häkelt ihr eine Kettmasche in die erste Luftmasche und da wird dann der Kreis geschlossen. Da könnt ihr natürlich auch wieder mit einem Häkelkreis beginnen, das spielt keine Rolle. Dann häkelt ihr 3 Luftmaschen. Das ist das erste Stäbchen. Normal häkel ich ja immer 2 Luftmaschen fürs erste Stäbchen, in diesem Fall aber 3. Und in diesen Kreis, da häkelt ihr jetzt noch 15 weitere Stäbchen. Dann habt ihr nachher 16 Stäbchen. Ich habe jetzt die 15 Stäbchen gehäkelt und jetzt schließt ihr den Kreis mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche. So, dann habt ihr jetzt 16 Stäbchen im Kreis. Ihr beginnt jetzt gleich in der nächsten Runde mit den Stäbchen. Dazu erstmal eine Luftmasche als Steigeluftmasche und das erste Stäbchen wird um diese 3 Luftmaschen gehäkelt, die ja euer erstes Stäbchen sind. Und zwar geht ihr mit der Nadel von hinten um die Luftmaschen und häkelt das Stäbchen vorne ab. Das wechselt sich ja bei dem Topflappen immer ab, einmal von vorne und einmal von hinten. Jetzt häkelt ihr das Stäbchen von hinten, also ihr geht mit der Nadel von vorne um die Masche und häkelt das Stäbchen hinten ab. Und wieder umgekehrt. Von vorne abhäkeln, dann geht ihr mit der Nadel wieder hinten um die Masche. Und wieder hinten abhäkeln. So, dann habt ihr jetzt 4 Stäbchen und jetzt werden die Maschen vermehrt. Dazu häkelt ihr 2 Stäbchen und zwar genau zwischen dem letzten Reliefstäbchen und dem nächsten Stäbchen. Dazwischen, da kommen jetzt 2 Stäbchen. Und jetzt beginnt ihr wieder mit den Reliefstäbchen. Einmal von vorne abhäkeln und von hinten. Dann wieder von vorne und von hinten. Jetzt habt ihr wieder 4 Stäbchen gehäkelt, 4 Reliefstäbchen. Und jetzt kommen wieder 2 Stäbchen genau dazwischen, zwischen dem Reliefstäbchen und dem nächsten Stäbchen. Da werden jetzt wieder 2 Stäbchen reingehäkelt. Und das Ganze nochmal von vorne. Um das nächste Stäbchen wieder ein Reliefstäbchen. Das wird dann von vorne. Und von hinten abhäkeln. Wieder von vorne und von hinten. Und jetzt wieder 2 Stäbchen zwischen dem letzten Reliefstäbchen und dem nächsten Stäbchen. Da wieder 2 Stäbchen. So, und das Ganze wird jetzt noch einmal so gehäkelt.
Reliefstäbchen von vorne und von hinten abwechselnd. Und wieder zwei Stäbchen zwischen dem letzten Reliefstäbchen und dann dem ersten Reliefstäbchen. Dann ist die Runde fertig. Zwei Stäbchen und eine Kettmasche häkelt ihr jetzt hier in das erste Reliefstäbchen. So, die nächste Runde. Die folgenden zwei Runden, die werden insgesamt dreimal gestrickt, so dass ihr dann sechs Runden habt. Also die erste Runde jetzt wieder eine Luftmasche und das erste Reliefstäbchen wird jetzt um die Luftmasche und um das Stäbchen herum gehäkelt, also von vorne abgehäkelt, und das nächste Stäbchen dann wieder von hinten um abhäkeln. Von vorne und von hinten. So, jetzt habt ihr hier diese zwei Stäbchen, die ihr ja vorhin zusätzlich noch gehäkelt habt. Um das erste Stäbchen, da häkelt ihr jetzt ein Reliefstäbchen und zwar von vorne ab. Und in das zweite Stäbchen, da häkelt ihr jetzt fünf Stäbchen. So, fünf Stäbchen. Und ihr beginnt wieder mit einem Stäbchen von vorne um das Stäbchen. Und von hinten abhäkeln. Wieder viermal insgesamt, also abwechselnd von vorne und von hinten. Und jetzt haben wir wieder die zwei zusätzlichen Stäbchen. Um das erste Stäbchen, da wird wieder ein Reliefstäbchen von vorne gehäkelt, von vorne abgehäkelt, und in das zweite Stäbchen, da müsst ihr aufpassen, das ist hier das zweite Stäbchen, da häkelt ihr jetzt wieder fünf Stäbchen. So, und so beendet ihr jetzt die Runde. Ihr beginnt jetzt wieder mit dem nächsten Stäbchen einmal von vorne und einmal von hinten um die Masche, dann wieder von vorne und von hinten um die Masche. Bei den zwei Stäbchen, die ihr zusätzlich gehäkelt habt, in das erste ein Reliefstäbchen von vorne abhäkeln und in das zweite Stäbchen, da häkelt ihr fünf Stäbchen. Und das macht ihr jetzt genau noch zweimal. Ich habe die Runde jetzt soweit fertig. Jetzt kommt noch eine Kettmasche wieder in das erste Reliefstäbchen. Und die Runde ist damit wieder geschlossen. So, jetzt haben wir schon ein Quadrat. In der nächsten Runde, da fangt ihr wieder mit dem Reliefstäbchen von vorne abhäkeln an. Immer, wenn ihr die neue Runde beginnt, mit einer Luftmasche anfangen. Und das Reliefstäbchen, das erste, immer um die Luftmasche der Vorrunde mit dem Stäbchen zusammenhäkeln. Von hinten um die Masche und von vorne dann abhäkeln. Und wieder im Wechsel. Von hinten abhäkeln. Dann von vorne
von hinten und von vorne. Das waren ja jetzt die Stäbchen, die ihr vorher schon gehäkelt habt. Und hier kommen jetzt die 5 neuen Maschen und in die Mitte, also ihr habt jetzt 1, 2, 3, 4, 5, das dritte Stäbchen hier, da werden die Maschen jetzt immer vermehrt. Und in dieser Runde werden jetzt nicht 5 Maschen da reingehäkelt, also 5 Stäbchen, sondern nur 3. Also die erste Runde werden 5 Stäbchen in die Mitte gehäkelt und in der zweiten Runde dann nur 3 Stäbchen. Und die 2 Stäbchen, die ihr jetzt auf der Seite mehr habt, die werden ins Muster eingefügt. Ihr habt jetzt aufgehört mit ein Reliefstäbchen von vorne abhäkeln, dann beginnt ihr das nächste von hinten abhäkeln und von vorne abhäkeln. Und hier müsst ihr auch aufpassen, dass ihr da richtig einstecht, nicht da, sondern auch da einstecht. Da kommen jetzt in dieser zweiten Runde 3 Stäbchen. So, ihr habt jetzt da aufgehört mit dem Reliefstäbchen von vorne abhäkeln und so beginnt ihr auch wieder in die quasi in das 1, 2, 3, in das vierte Stäbchen von vorne abhäkeln und in das fünfte Stäbchen von hinten abhäkeln. So, und dann kommen wieder die folgenden Stäbchen, die ihr schon gehäkelt habt, wieder abwechseln in das vordere von vorne und von das hintere von hinten. Das ist ja immer gleich. So, jetzt haben wir noch das eine Stäbchen von vorne. Wir sind wieder bei diesen 5 Stäbchen angekommen. Und von vorne habt ihr aufgehört, also häkelt ihr das nächste Reliefstäbchen wieder von hinten ab. Das erste, das zweite von vorne. Und in das dritte Stäbchen, da wird wieder vermehrt, da häkelt ihr jetzt auch 3 Stäbchen. Und wieder mit einem Reliefstäbchen von hinten um die Masche, dass ihr dann vorne abhäkelt, in das vierte und das fünfte dann von hinten abhäkeln. Das Topflappengarn, das lässt sich immer so blöder abwickeln. So, jetzt und jetzt wieder von vorne. Die Stäbchen sind ja sehr einfach, wenn man die von vorne abhäkelt. Und das hintere, das ist ja nicht ganz so einfach. Wenn ihr da um die Masche geht, dann haltet ihr jetzt hier so ein bisschen fest und dann dreht ihr das so ein bisschen. Dann kann man das nämlich super abhäkeln, weil ja die Nadel jetzt eher eng, also klein ist, und dann wird das Ganze ja sehr eng. Aber das lässt sich wirklich ganz gut häkeln. So, jetzt von hinten und dann einfach, wenn ihr da mit der Nadel drum geht, dann so ein bisschen drehen und dann kann man das sehr gut abhäkeln. Noch eins von vorne. So, ihr beendet jetzt so die Runde. Jetzt habt ihr wieder diese 5 Stäbchen. Von vorne, von hinten und dann in das dritte Stäbchen wieder 3 Stäbchen und dann wieder von vorne, von hinten und so beendet ihr jetzt dann die Runde. Da wieder Reliefstäbchen in Reliefstäbchen und da auch nochmal so vermehren. Ich bin wieder fertig und jetzt häkelt ihr wieder eine Kettmasche in das erste Reliefstäbchen.
So, diese zwei Runden, die wiederholt ihr jetzt immer. In der nächsten Runde, ihr beginnt wieder mit einer Luftmasche, das ist ja auch immer gleich. Dann wird wieder um die Luftmasche und um das Stäbchen, das erste Reliefstäbchen vorne abgehäkelt. Und wieder von hinten, wieder abwechselnd. So, und jetzt kommen hier wieder diese drei neuen Maschen. Jetzt habt ihr aufgehört von vorne zu mit dem Reliefstäbchen von vorne häkeln. In dem Fall fangt ihr jetzt bei den drei neuen Maschen an, das erste Stäbchen von hinten, das erste Reliefstäbchen von hinten abhäkeln und in das zweite Stäbchen, weil ihr habt jetzt nur drei neue Stäbchen, da häkelt jetzt in dieser Runde wieder fünf Stäbchen. So, fünf Stäbchen und hier habt ihr ja mit dem Stäbchen von hinten, das ihr von hinten abgehäkelt habt, habt ihr angefangen und so hört ihr auch auf. Das dritte Stäbchen, da wird jetzt wieder ein Stäbchen von hinten abgehäkelt. So, und dann wieder abwechselnd, einmal von vorne und einmal von hinten. Und wie gesagt, erst habt ihr angefangen mit 5 Stäbchen, dann mit 3 Stäbchen, jetzt wieder 5, danach wieder 3, dann nochmal 5 Stäbchen und nochmal 3 Stäbchen. So habt ihr dann insgesamt 6 Runden gehäkelt. Größer geht es schon, aber dann braucht ihr eben noch mehr Wolle, wenn ihr einen größeren Topflappen haben möchtet. Ich habe jetzt hier ungefähr 17,5 cm und das ist nahezu ein ganzer Knäuel dann. So, die 6 Runden, die häkelt ihr dann und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich habe die 6 Runden jetzt fertig und jetzt in der nächsten Runde, da werden nochmal Reliefstäbchen gehäkelt, allerdings ohne Zunahmen. Ihr beginnt wieder mit einer Luftmasche und häkelt das nächste Stäbchen wieder um Luftmasche und erstes Reliefstäbchen herum von vorne. Und abwechselnd einmal von vorne und einmal von hinten. Das häkelt ihr jetzt die ganze Runde. Und zwar auch hier bei diesen drei Stäbchen. Da wird das Muster wieder eingefügt, ohne dass ihr da was zunimmt. Ich bin jetzt hier bei diesen drei Stäbchen angekommen und da wird ihr jetzt nichts zugenommen. Das erste Stäbchen, erste Reliefstäbchen wird jetzt wieder von hinten abgehäkelt und das zweite Reliefstäbchen von vorne und das dritte wieder von hinten. Und dann wieder in jedes Stäbchen, Reliefstäbchen von vorne, von hinten abwechselnd und auch genauso hier das Muster einfach nur einfügen. Und das zweite Reliefstäbchen, das was ihr von vorne um das Stäbchen gehäkelt habt, das markiert ihr euch am besten, weil da werden dann nachher in der nächsten Runde wieder die Maschen vermehrt. Meine Runde ist jetzt fertig. Wieder eine Kettmasche in das erste Reliefstäbchen. Und damit sind die Reliefstäbchen abgeschlossen, also jetzt werden nur noch feste Maschen gehäkelt und dazu schlagt ihr eine Luftmasche an, eine Steigeluftmasche und häkelt in die gleiche Masche dann eine feste Masche. Und in jedes Stäbchen häkelt ihr jetzt eine feste Masche. Ich bin jetzt bis zur Spitze angekommen und dieses Stäbchen hier, wo ich vorhin gesagt habe, dass ihr das am besten markiert, damit ihr wisst, wo ihr die Maschen vermehrt sollt, da bin ich jetzt angekommen. Das ist das Reliefstäbchen, Stäbchen, das man von vorne um die Masche gehäkelt hat. Und in dieses Stäbchen, da häkelt ihr jetzt
drei feste Maschen. So, und dann wieder in jedes Stäbchen eine feste Masche und wieder hier, ich habe das nicht markiert, ich muss also auch schauen, das wäre also in dem Fall jetzt hier, da in dieses Stäbchen, dass ihr euch dann bestenfalls markiert, da wieder drei feste Maschen. Also immer in die Spitze drei feste Maschen und ansonsten jeweils nur eine feste Masche, die ganze Runde dann. Wenn die Runde beendet ist, dann kommt jetzt noch eine Kettmasche in die erste feste Masche. So, in der nächsten Runde werden nochmal feste Maschen gehäkelt. Ihr schlagt wieder eine Luftmasche an und häkelt gleich in die erste Masche dann eine feste Masche und bis zur Spitze hier wieder in jede Masche eine feste Masche. Ich bin jetzt hier bei den drei festen Maschen, die ihr vorhin ja in das eine Stäbchen reingehäkelt habt. Da häkelt ihr jetzt in die erste feste Masche auch eine feste Masche. Und dann wird die Schlaufe begonnen. Dazu häkelt ihr 8 Luftmaschen. Oder 10, wenn ihr die Schlaufe ein bisschen größer haben möchtet. Die eine feste Masche, die wird übersprungen und in die nächste, also in die dritte feste Masche, da häkelt ihr jetzt eine feste Masche. Dann habt ihr die Schlaufe und dann wieder in jede feste Masche eine feste Masche bis unten, bis ihr wieder da angekommen seid, wo ihr die drei festen Maschen in ein Stäbchen gehäkelt habt. Das wären jetzt hier die nächsten drei festen Maschen und jetzt häkelt ihr in jede feste Masche, da häkelt ihr 2 feste Maschen. Also in die erste 2, dann in die zweite 2 und in die dritte auch 2 feste Maschen. So, nur hier ist ja nicht vermehrt, weil hier habt ihr die Schlaufe gehäkelt, da braucht ihr das nicht. Und sonst häkelt ihr hier in alle drei festen Maschen jeweils 2 feste Maschen und da auch in der vierten Ecke da dann auch die ganze Runde und schließt wieder die Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Meine Runde ist wieder fertig. Jetzt wird noch eine Kettmasche in die erste feste Masche gehäkelt. Und dann braucht ihr nur noch eine Runde häkeln und dann wäre der Topflappen fertig. Und in dieser nächsten Runde, da werden Kettmaschen gehäkelt und ich schlage jetzt hier keine Luftmasche an, sondern häkel gleich in die nächste Masche eine Kettmasche. Und dann in jede Masche eine Kettmasche. Auch schauen, dass diese Schlaufe immer gleich groß ist, die jetzt hier, damit ihr wirklich einen schönen Rand bekommt. So bis zu dieser Schlaufe. Hier noch in die feste Masche auch noch eine Kettmasche und um diese Schlaufe herum, da werden jetzt feste Maschen gehäkelt und zwar so viele, bis ihr den Kreis hier richtig schön geschlossen habt. So, jetzt geht hier glaube ich irgendwo der Drucker. Schön eng häkeln und immer so ein bisschen nachschieben. Ich habe jetzt genügend feste Maschen hier um die Schlaufe gehäkelt.
Da braucht ihr auch nicht mitzählen, einfach so lange häkeln, bis ihr dann so eine schöne Schlaufe habt. Und jetzt beginnt ihr wieder mit den Kettmaschen, also nicht hier, da wird noch keine Kettmasche reingehäkelt, sondern hier in die feste Masche, da eine Kettmasche. Und das macht ihr jetzt dann die ganze Runde, in jede Masche eine Kettmasche. Und auch wenn ihr an der Spitze angekommen seid, also an den Ecken meine ich, wenn ihr an den Ecken angekommen seid, da wird jetzt auch nicht mehr zugenommen, einfach nur in jede Masche eine Kettmasche und schauen, dass die Kettmaschen schön eng gehäkelt werden, damit ihr hier oben eben einen schön gleichmäßigen Abschluss bekommt. So, dann sind wir fertig für heute. Ich habe dann jetzt fast, also ich mache die Runde noch zu Ende. Ich habe jetzt zwei Topflappen und kann jetzt anfangen zu kochen. Und ich hoffe, dass euch die Topflappen gefallen, dass ihr die nachhäkelt, weil die sind nämlich wirklich sehr schön und ganz toll auch geeignet ist, dieses Muster für Topflappen, weil es wirklich die Hitze gut abhält. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss!